So ein ganz neues Thema, das wir bisher noch gar nicht betrachtet haben. Wir gehen in gewisser Weise wieder zurück an den Anfang, wo wir hier alle möglichen Problemstellungen in OPL modelliert haben. Hier machen wir so etwas Ähnliches, allerdings mit einem sehr viel eingeschränkteren Modell, das ILP oder Integer Linear Programming heißt. Das ist im Grunde ein mathematisches Modell. Wir benutzen Mathematik hier nicht, um zu berechnen, um Rechnungen selber durchzuführen oder Theoreme aufzustellen und zu beweisen, sondern wir benutzen Mathematik als Modellierungssprache. Wir könnten da alles, was wir hier in diesem Kapitel machen, auch in OPL ausdrücken. Dieses mathematische Modell ist eine Teilmenge der Sprache OPL, nur dann werden wir halt mathematische Syntax benutzen, weil es einfach in diesem Kontext praktischer ist. Warum machen wir das? Warum versuchen wir jetzt verschiedene Problemstellungen in einer eingeschränkten Modellierungssprache deutlich eingeschränkt gegenüber OPL zu formulieren? Einfach deshalb aus zwei Gründen. Erstens, weil es eine sehr, sehr einsichtsreich ist, wenn wir feststellen, dass sich eine Vielzahl verschiedener Problemstellungen, denen man es gar nicht unbedingt angesehen hat, sich in so einer sehr, sehr eingeschränkten mathematischen Sprache darstellen lassen, korrekt abbilden lassen. Aber andererseits auch, wir haben ja in der Algorithmik immer einen gewissen Kompromiss. Je allgemeiner die Problemstellung formuliert ist, oder je allgemeiner die Modellierungssprache ist, hier in diesem Kontext, umso schwieriger wird es, Algorithmen zu bauen, die mit den Problemstellungen, die wir in dieser Sprache modellieren, tatsächlich effizient klarkommen. Je eingeschränkter die sprachlichen Möglichkeiten sind, umso eher ist es möglich, die Problemstellungen dann auch wirklich sehr, sehr effizient zu lösen. Und es ist eine mindestens seit den, ja, um das Jahr 1950 herum bekannt, dass sich Problemstellungen dieser Art, über die wir jetzt sprechen werden, ganzzahlige lineare Programme, dass diese Art von mathematischen Problemstellungen sich vergleichsweise sehr gut, sehr effizient lösen lassen. Dazu gibt es einen seit ungefähr 1950 einen Riesenhaufen an Literatur, Tausende und Abertausende Papiere, die sich damit beschäftigen, wie diese Methoden weiterentwickelt werden können, wie sie angewandt werden können auf immer neue Problemstellungen und so weiter und so fort. Also es macht Sinn, man hat viel gewonnen, wenn man ein gegebenes Problem, das man lösen will, wenn man das modellieren kann als ein ganzzahliges lineares Programm, weil es eben dann sehr viel, weil man dann eben eine ganze Menge Werkzeuge zur Hand hat. Das kennen Sie auch von iLog, das CPLEX, was Sie ja zur Kenntnis genommen haben, ist schlicht und einfach ein Löser für lineare Programme bzw. ganzzahlig lineare Programme. Das ist der Kern von iLog und das ist auch das, was wirklich die halbwegs vernünftigen Laufzeiten bringt. Ja, ohne diese ganze Technologie, die wir hier aus der Mathematik zur Verfügung haben, würde iLog überhaupt nichts reißen können. Gut, worum geht es? Was ist ein Integer Linear Program oder was ist Integer Linear Programming? Vielleicht vorneweg, der Begriff Linear Programming ist eingeführt worden zu einer Zeit, als noch niemand an das Programmieren von Computern gedacht hatte, also niemand außer Alan Turing vielleicht, sondern man hat den Begriff eben ohne diesen Kontext gewählt. Es geht, heute würde man das sicherlich nicht mehr Programming nennen, weil es einfach nicht Programmieren in unserem Sinne ist, sondern ein lineares Programm ist einfach eine lineare, wir kommen noch drauf, was genau damit gemeint ist, eine lineare Beschreibung eines Problems. Also letztendlich, wenn man so will, inbegriffen der linearen Algebra. Mit den
mit den Operationen, mit den Ausdrucksmitteln, die Ihnen aus der linearen Algebra vertraut sind und mehr nicht. Ja, also verwechseln Sie das Wort Programming hier nicht mit Ihrem Gebrauch des Wortes. Gut, das ist das, was ich hier vorneweg eingangs gesagt hatte bei der Titelfolie. Generell, also so als Grundtendenz, gilt natürlich nicht in jedem Einzelfall, aber generell, je allgemeiner ein Löser ist, umso weniger effizient wird er sein können. Je allgemeiner letztendlich die Modellierungssprache ist, die ein Löser versteht, umso weniger effizient kann er sein. Ich denke, das ist offensichtlich, dass dieser Zielkonflikt, dieser Trade-off besteht. Und linear, wie gesagt, seit ungefähr 1950 weiß man, dass lineare Programmierung dass das ein Fall ist, den man sehr gut handhaben kann. Das hat seine Wurzeln übrigens im Zweiten Weltkrieg. Bei solchen Fragen wie zum Beispiel bei den Alliierten, auf deren Seite hat es seine Wurzeln, mindestens dort. Bei solchen Fragen wie Sie wollen U-Boote, ne, nein, schön, Sie wollen Frachter von amerikanischen zu britischen und später dann auch französischen Häfen über den Atlantik schicken. Sie haben eine gewisse Anzahl von Häfen zur Auswahl, eine gewisse Anzahl von Häfen auf der anderen Seite zur Auswahl und Sie wollen die Gefahr von U-Boot-Attacken minimieren. Von jedem Hafen an der amerikanischen Ostküste zu jedem Hafen an der europäischen Westküste, also an der von den Alliierten gehaltenen Teilen der europäischen Westküste, haben sie dann eine Kante, deren Gewicht sozusagen die U-Boot-Angriffswahrscheinlichkeit ist. Und dann wollen sie eine möglichst gute Zuordnung finden, Schiffe von der Ostküste, USA an die Westküste Europas zu schicken, sodass die Gesamtwahrscheinlichkeit für U-Boot-Verluste möglichst gering ist. Solche Problemstellungen, darin hat das Ganze, was ich jetzt erzähle, seinen Ausgang gefunden. Darin hat ein Teilgebiet im Schnitt zwischen Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften seinen Ausgangspunkt gefunden. Wenn Sie in dem Fach irgendwas mit Wirtschaft machen, werden Sie es vielleicht kennen, das heißt Operations Research, also Planung von Operationen, Planung von Unternehmungen, von Unternehmen, alles überall da, wo es um mathematische Planungsprobleme geht, Ablaufplanung in Fabriken, Planung von Projekten, was wir schon betrachtet haben, gehört auch dazu. Gut. Und das hatte ich auch eben schon an der Titelfolie angedeutet, dass es auch eine illustrative, gute Übung ist. Wenn Sie nicht diese reichhaltigen Ausdrucksmöglichkeiten von OPL zur Verfügung haben, sondern nur eine noch deutlich eingeschränktere Ausdrucksmöglichkeit, zu sehen, dass man dort immer noch eine ganze Menge machen kann. So, was ist ein ganzzahliges lineares Programm? Wie gesagt, wir werden Mathematik eben hier anders verwenden, als Sie das in Ihren Mathematikveranstaltungen überwiegend kennengelernt haben, nämlich zur Modellierung. Sie kennen das natürlich auch, Mathematik zur Modellierung herzunehmen, Differentialgleichungssysteme, um irgendwelche physikalischen Phänomene zu beschreiben und so weiter und so fort. Hier werden Sie eine Möglichkeit dazu kennenlernen, die Sie vermutlich noch nicht anderswo gesehen haben, zumindest nicht in den Pflichtveranstaltungen. So, was heißt das? Wir haben immer eine Zielfunktion und wir haben Nebenbedingungen. Und hier wird jetzt gesagt, ganzzahlige lineare Optimierung bedeutet, dass sowohl die Zielfunktion als auch die Nebenbedingungen affin linear sein müssen. Und es wird versprochen, und dieses Versprochen wird auch gehalten, dass das auf der nächsten Folie gesagt wird, was das genau bedeutet. Nur nochmal, was ich eben auch gesagt hatte, wir werden nicht OPL-Notation verwenden, obwohl man das genauso gut machen könnte, sondern mathematische Notation, die Ihnen ja hoffentlich noch einigermaßen vertraut ist aus Ihren Mathematikveranstaltungen.
So, was ist eigentlich? Ist das etwas ganz Einfaches, affin linear? Eine Funktion hier, f in x ist affin linear, wenn sie im allgemeinsten Fall so aussieht. Das heißt, die Variablen, ja, nur die x sind Variablen. Beachten Sie, dass nur die x-Variablen sind. Die a's sind das, was Sie aus der Mathematik kennen als Koeffizienten. Also letztendlich sind das Inputs. Also die a's sind Input, die sind gegeben. Die x'e sollen berechnet werden, das sind die Unbekannten. Und was hier steht in allgemeinster Form ist, die Unbekannten dürfen nur so auftreten, wie es hier zu sehen ist. Eine Unbekannte kann multipliziert sein mit einem Input, mit einem festen Wert, mit einer Konstanten. Und die dürfen aufsummiert werden. Und dann darf noch ein weiterer Term dazukommen, ein weiterer Summand, der auch eine feste Konstante ist. Mehr nicht. Was nicht zum Beispiel sein darf, ist x von 1 multipliziert mit x von 2 oder x von 1 geteilt durch x von 2. Minus geht natürlich auch, das heißt, der Koeffizient ist negativ. Aber mal oder durch geht nicht. 2 hoch x geht nicht. Also die Variablen dürfen nicht anders erscheinen als in dieser Form. Sie dürfen auch keine Wurzel davon nehmen, von einer Variablen und so weiter und so fort. Also eine sehr eingeschränkte Form. Eben das, was Sie aus der linearen Algebra kennen, wenn Sie da zum Beispiel Lineargleichungssysteme betrachten. Ja, es ist exakt dieselbe Form. Letztendlich, was hier steht, ist ein Vektor a multipliziert, skalar multipliziert mit einem Vektor x. Und lineare, affin lineare Nebenbedingungen, affin linear statt nur linear, weil solche zusätzlichen Summanden erlaubt sind, so wie hier. Deshalb hatte ich da, meistens nennt man die Bedingungen immer noch linear, aber ich mache hier lieber den Unterschied, weil unter linear versteht man normalerweise in der linearen Algebra etwas Eingeschränkteres, nämlich ohne solche Summanden. So, die Nebenbedingungen müssen auf der linken und auf der rechten Seite genau so aussehen, wie jetzt diese Funktion hier, dass die Variablen, die unbekannten x, nur in dieser Form auftreten dürfen, multipliziert mit einem festen Wert und das Ganze zusammenaddiert. Und es darf kleiner gleich, gleich oder größer gleich zwischen der linken und der rechten Seite stehen. Dass es kein kleiner und kein größer dasteht, mag vielleicht überraschen, ist aber erst einmal in der Praxis keine Einschränkung und hat aber einen wichtigen Grund, dessen Grundlage Sie aus der Analysis kennengelernt haben müssten. Sie wissen, bitte? Genau, auf einer kompakten Menge nehmen stetige Funktionen ihr Maximum und ihr Minimum an. Deshalb nimmt man, genau, darauf wollte ich hinaus, danke. Deshalb, beziehungsweise für diejenigen von Ihnen, die nicht Mathematik, Sie studieren Mathematik? Okay, also aber diejenigen, die nicht Mathematik studieren, haben zumindest mal eine vereinfachte Form dieser allgemeinen Aussage gesehen. Zum Beispiel im Eindimensionalen auf einem abgeschlossenen Intervall, also alles, was größer gleich dem linken Wert, alles, was kleiner gleich dem rechten Wert ist, dem rechten Grenzwert ist, wenn Sie darauf eine stetige Funktion haben, dann nimmt die auch ihr Maximum und ihr Minimum an. Und das lässt sich auf beliebig hochdimensionale Mengen erweitern, nicht nur Intervalle, wie Sie das zu Recht gesagt haben. Und der Begriff, den Sie verwendet haben, kompakt, ist in den Mengen, in den Räumen, von denen wir reden, gleichbedeutend mit beschränkt und abgeschlossen. Abgeschlossen im Sinne, dass der Rand der Menge mit dabei ist. Ja, wenn Sie hier ein kleiner Gleich haben, dann ist der Rand des Lösungsraums mit dabei.
Nämlich der Rand ist das, was gleich, wo die beiden linke und rechte Seite gleich sind. Wenn Sie hier nun kleiner haben, dann ist der Rand nicht dabei, aber auf dem Rand könnte das Maximum oder Minimum sein und dann ist es irgendwie auch witzlos, möglichst nah an den Rand zu gehen, um den Wert zu approximieren, den man mit kleiner gleich in der Lösungsmenge drin gehabt hätte. Und wie gesagt, in der Praxis interessiert man sich nur, eigentlich nur für Fälle, wo man hier kleiner gleich größer gleich schreiben kann, sodass es keine Einschränkung ist. Gut. So, fangen wir mal an mit ein paar kleinen Fingerübungen, sehr kleine Fingerübungen. Haben Sie vielleicht in der Mathematik sehr früh auch schon, in Ihrer Mathematikveranstaltung sehr früh auch schon gesehen. Wir haben x und y als zwei Variablen, die boolsch sind, also Werte 0 und 1 haben können. 0 gleich false, 1 gleich true. Und dann können Sie so die einfachen logischen Bedingungen natürlich schon von vornherein durch lineare Bedingungen ausdrücken. Wenn Sie das logische AND hernehmen, x AND y, dann können Sie es natürlich durch einen Satz von zwei Bedingungen ausdrücken, nämlich x gleich 1 und y gleich 1. Sie haben also zwei Bedingungen, die linear sind, aber halt in einer sehr einfachen Form. Ja? Also wir werden sehr häufig die Situation haben, dass wir diese allgemeine Form gar nicht haben, sondern eine sehr viel einfachere Version dieser allgemeinen Form. Sie können auch, wenn Sie unbedingt Spaß an sowas haben, können Sie auch x und y die Verundung als eine Nebenbedingung, als eine Bedingung schreiben, nämlich dass x plus y gleich 2 ist. Wenn x und y 0, 1 Variable sind, dann ist die Bedingung x plus y gleich 2 gleichbedeutend damit, dass beide 1 sein müssen, logischerweise. Wie gesagt, wir sind hier bei Fingerübungen. Inklusiv oder können Sie als schreiben als x plus y größer gleich 1. Offensichtlich, exklusiv oder können Sie schreiben als x plus y gleich 1. Und logische Äquivalenz, dass also x wahr ist, genau dann, wenn y wahr ist, einfach durch die Gleichheit. Ja? Das sind alles sehr einfache Beispiele, sehr extrem einfache Beispiele für affin lineare Bedingungen. So, logische Implikation kennen Sie auch, die aus der Aussagenlogik, die Wahrheitstabelle. Wenn wir hier für x und y alle vier Varianten hernehmen, alle vier Ausprägungen, dann wissen Sie, sieht die Tabelle der logischen Implikation so aus. Und diese Tabelle können wir erweitern. Hier ist nochmal die Tabelle eben von der letzten Folie. Alle vier Varianten von x und y, Tabelle der logischen Implikation. Und wenn ich x kleiner gleich y daneben setze, dann sehen Sie, es ist dieselbe Tabelle. Das heißt, logische Implikation können Sie einfach durch die lineare Bedingung x kleiner gleich y ausdrücken. Interessanter Punkt, den ich hier einfach mal, Sie sehen das, neugierige Nebenfrage, nee, was sagt man, wie sagt man im Deutschen? Nebenfrage passt nicht, Randfrage. Also Sie wissen, was ich meine. Warum ist eigentlich die Tabelle so und nicht anders definiert, die für die logische Implikation? Ich meine, hier im Fall, dass x gleich 1 ist, ist es logisch, nicht? Wenn x wahr, aber y falsch ist, dann sollte da 0 rauskommen und wenn beide wahr sind, sollte da 1 rauskommen. Aber wenn x 0 ist, kann man doch gar nichts aussagen über y, nicht? Eigentlich müsste man doch hier sagen undefiniert, was man natürlich in der zweiwertigen Logik nicht kann. Man hat sich dafür entschieden, hier Einsen reinzusetzen. Warum hat man sich nicht dafür entschieden, hier Nullen reinzusetzen? Oder sonst irgendwie. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber als ich das zum ersten Mal gesehen habe, kam mir das sehr merkwürdig vor. Ich verstehe, ich habe natürlich damals schon verstanden, in zweiwertiger Logik kann man hier jetzt keinen dritten Wert mit Semantik, ist mir doch egal, reinsetzen. Wenn die Prämisse falsch ist, ist das alles ja vollkommen wurscht. Also, warum stehen hier Einsen? Also, irgendwelche Leute müssen sich ja was dabei gedacht haben. Bitte?
Es ist richtig, dass die Implikation äquivalent ist zu nicht x oder y. Aber das ist ja eine Folge dieser Setzung, die Sie hier auf dieser Folie sehen. Keine Ursache, oder? Also wenn Sie das als Grund hernehmen, wäre das doch ein Zyklusschluss, oder? Also warum, oder andersrum gefragt, warum sollte man die Implikation ausgerechnet so definieren, dass sie äquivalent ist zu nicht x oder y? Interessiert Sie die Frage? Bitte? Natürlich finden Sie es intuitiv. Sie sind ja schon seit mehreren Semestern daran gewöhnt. Okay. Wenn es 0 wäre, wäre das das gleiche wie and. Ja und? Ja, pa passt nicht so richtig. Das ist richtig. Aber Sie haben ja hier 4 verschiedene Varianten, was Sie hier hinsetzen könnten. Ja, natürlich, so ist es definiert. Ja, sind Sie sicher, wenn Sie es nicht vorher gesehen hätten, dass Sie es auch so definieren würden? Wir können gerne mal was weiß ich, Sekundarstufe gehen, Leute aus so einer Mathe-AG, also Schüler aus der Mathe-AG, und ihnen die Frage stellen, also diese beiden Ziffern wegstreichen und die Frage stellen, was würdet ihr da einfüllen? Glauben Sie, dass die alle da 2 Einsen reinsetzen würden? Aha. Können Sie Ihre Intuition, die Sie da jetzt als Argument hernehmen, irgendwie fundieren? Ja, natürlich, wenn x nicht erfüllt ist, kann es nicht falsch sein, ja. Was sagen die anderen? Also meines Erachtens gibt es eine gute pragmatische Begründung dafür, warum es so definiert wird und nicht anders. Und das will ich jetzt auf den nächsten, wie viel sind das? 4 Folien ganz kurz darlegen, dass man sich nicht, also Sie müssen sich im eins klar werden. Definitionen sind nicht richtig oder falsch oder so etwas, sondern werden pragmatisch gewählt. Sie werden so gewählt, dass sie hoffentlich gut verwendbar sind. Intuition spielt insofern wieder eine Rolle, wenn eine Definition gegen die allgemeine Intuition getroffen wird, wenn ein Begriff gegen die allgemeine Intuition getroffen wird, wie es ja häufig im juristischen Bereich der Fall ist, dann sorgt das potenziell für Verwirrung. Das heißt also, man sollte der Intuition natürlich aus pragmatischen Gründen wieder folgen. Aber es gibt, glaube ich, noch stärkere pragmatische Gründe als Ihre Intuition, denn bis jetzt sind Sie der Einzige hier im Raum, der sich zu dieser Intuition bekannt hat. So, ein einfaches Beispiel. Also ich bitte um Entschuldigung, dass ich so ein primitives Beispiel hernehme, aber Sie haben es ja schon mal sicherlich mitbekommen, in der Philosoph oder hier in der logischen Propädeutik werden immer einfache Beispiele genommen, so von wegen Sokrates ist ein Mensch, also ist Sokrates sterblich und so weiter, kennen Sie ja. Ich bitte auch hier um Entschuldigung, ich sehe das jetzt erst. Schäferhund heißt natürlich Shepherd Dog und nicht Sheep Dog. Weiß ich nicht, wie das da reingekommen ist. Also denken Sie bitte hier an Schäferhund, muss ich korrigieren. Ist ja auch egal. Irgendwelche Hunde. Im Grunde ist es egal für das Argument. So, wir nehmen die Menge aller Hunde, D für Dog. Und wir betrachten zwei Prädikate. Ein Prädikat ist, dass der Hund ein Schäferhund ist. Und das zweite Prädikat ist, dass der Hund Katzen beißt. Seitdem wir einen Professor Katzenbeißer haben, glaube ich, sollte ich das Beispiel ein bisschen umgestalten. Ich bitte Herrn Katzenbeißer hiermit um Entschuldigung.
So, also für alle X aus der Hundemenge, aus der Hundeheit sozusagen, wenn A von X gilt, wenn X ein Schäferhund ist, dann gilt auch B von X, X beißt Katzen. Ja, das ist alle Schäferhunde beißen Katzen, übersetzt in einen einfachen prädikatenlogischen Ausdruck. Nichts Neues für Sie, richtig? So. Die Implikation sollte natürlich eine gewisse Eigenschaft erfüllen. Sie sollte die Eigenschaft erfüllen, dass dieser Ausdruck genau dann wahr ist, wenn der Ausdruck ohne Quantor für jeden einzelnen Hund wahr ist. Nicht? Offensichtlich. Das heißt, wann immer die Prämisse falsch ist, oder ich habe es hier nochmal anders formuliert. Wenn wir nur endlich viele Hunde haben, ich gehe mal davon aus, dass es in unserem Universum nur endlich viele Hunde gibt, dann können wir diesen Ausdruck umformulieren. So wollen wir die Implikation natürlich haben, dass das gilt, dass wir diesen Ausdruck auch enumerieren können. Ja, dass wir hier jeden einzelnen Hund einsetzen können und dass die alle dann mit and verknüpfen. Und dafür, damit das genau dann wahr ist, wenn alle Schäferhunde Katzen beißen, muss gelten für die Glieder in dieser Kette, wo das kein Schäferhund ist, muss der neutrale Wert der Addition eingesetzt werden. Und der Wert der Addition ist die 1. Unabhängig davon, was jetzt mit der Konklusion ist. Und das ist, denke ich, ein sehr starkes Argument dafür, warum man bei der Implikation im Falle, dass die Prämisse falsch ist, die Implikation als wahr ansieht. Damit es hier an diesen Stellen die Implikation die Eigenschaften hat, die man natürlicherweise haben möchte. Ja, das kennen Sie überall woanders auch. Denken Sie sich, ein anderes schönes Beispiel sind Primzahlen. Ist die 1 eine Primzahl oder nicht? Wollen wir eine Abstimmung machen? Wollen wir demokratisch entscheiden, ob die 1 eine Primzahl ist? Wer ist dafür, dass die 1 eine Primzahl ist? Wer ist dagegen? Okay. Deutliche Mehrheit. Warum nicht? Ich meine, das macht doch den Begriff komplizierter, ja? Man muss sagen, eine Primzahl ist eine Zahl, die nur durch sich selbst und durch Einsteiger ist, außer die 1. Warum definiert man Primzahlen so, dass die Definition komplizierter wird? Eigentlich, es gibt ja so etwas wie eine Begriffsökonomie in der Mathematik und in der Wissenschaft allgemein, zumindest in gewissen Bereichen der Wissenschaft, dass man Begriffe einfach hält, möglichst einfach hält, auch eben aus pragmatischen und intuitiven Gründen. Warum macht man es hier komplizierter? Ich weiß jetzt nicht, wer sich zuerst gemeldet hat. Ich glaube, Sie. Ja, macht doch nichts. Wenn es dieselbe Zahl ist. Aber was wäre denn so schlecht daran, wenn man gesagt hätte, okay, die 1 ist auch eine Primzahl und dann sagt man, Primzahlen sind alle Zahlen, die durch 1 und durch sich selbst teilbar sind. Wäre das jetzt ein Weltuntergang? Also, ja gut, natürlich macht es einen Unterschied, weil es dieselbe Zahl ist. Aber ich meine, solche Grenzfälle, damit lebt die Mathematik überall. Denken Sie sich nur an den Grenzfall. Die Gerade ist eine Kurve. Versuchen Sie das mal jemandem auf der Straße zu erklären, dass in der Mathematik die Gerade eine Kurve ist. Sie waren, glaube ich, der Nächste, der sich gemeldet hatte. Primfaktorzerlegung ist ein gutes Beispiel. Da kommt die Begriffsökonomie wie sozusagen hintenrum wieder rein, dass man solche Aussagen einfacher treffen kann, dass man überhaupt die Aussage treffen kann, die Primfaktorzerlegung ist eindeutig. Ich denke, das ist nicht unwesentliche Gründe gewesen, warum man sich entschieden hat. Also ich kenne die Historie der Mathematik nicht und insbesondere nicht die Frage, warum man die 1 aus den Primzahlen irgendwann rausgeschmissen hat. Aber ich denke, dass das
ein wesentlicher Grund war. Jetzt weiß ich nicht, jetzt haben sich noch mehr Leute gemeldet. Wollen Sie noch einen Beitrag dazu? Oder ein anderes Beispiel ist 2 hoch 1 ist 2, 2 hoch 2 ist 4 und so weiter und so fort. Dann ist ganz offensichtlich, wenn man die Kette verfolgt, 2 hoch 0 kann man ja erstmal nicht als 2 mal 2 mal 2 oder sowas darstellen, aber es passt genau in die Kette rein, dass 2 hoch 0 1 ist. Oder nehmen Sie Fakultät, 0 Fakultät ist 1. 1 Fakultät ist 1, 2 Fakultät ist 2, 3 Fakultät ist 6 und so weiter fort. Warum ist 0 Fakultät 1? Das, wenn Sie nicht das in der Mathematik gesehen haben, glaube ich. Ja? Ja. Und was hat Dividieren mit der Fakultät zu tun? Okay, sorry, wir sind schon ein Problem weiter. Bitte? Ja, die Anzahl der Permutationen. So, okay. Okay, n-Fakultät ist die Anzahl der Permutationen einer n-elementigen Menge. Das ist eine gute Begründung dafür, pragmatische Begründung, dass Sie null Permutationen einer null-elementigen Menge haben. Ja, wird ein bisschen schwierig, sich vorzustellen. Bitte? Ja, das ist sicherlich auch ein guter pragmatischer Grund. N über k, das passt wunderbar, wenn die Fakultät von 0, 1 ist. Ja, dann das passt wunderbar in Pascalsche Dreiecke und so weiter rein. Es gibt noch einen tiefer liegenden Grund, das können Sie aber nur wissen, wenn Sie das mal irgendwie mit komplexer Funktionentheorie gesehen haben. Die Fakultätszahlen, 1 Fakultät, 2 Fakultät und so weiter, werden durch eine gewisse, in der Mathematik sehr wichtige Funktion namens Gamma-Funktion, Entschuldigung, wollen Sie sagen, namens Gamma-Funktion interpoliert, mit einem Korrekturwert plus 1 dabei, ist jetzt egal. Wenn man das fortsetzt und wenn man sich anguckt, was an der Stelle 0 ist, dann kommt genau das Fakultät 1 raus als interpolierender Wert. Gut, also nur dieser Ausflug war nur eigentlich dazu da, um vielleicht noch mal ein bisschen das ins Bewusstsein zu bringen, was die Natur von Definitionen ist und was die Zielsetzung bei Definitionen ist. Definitionen werden pragmatisch definiert, hoffentlich nach pragmatischen Gesichtspunkten. Der Hauptgesichtspunkt ist, dass es zusammenpasst, dass es das erfüllt, was es soll natürlich. Dann kommen andere Aspekte, pragmatische Aspekte eben hinzu, dass es möglichst nicht der allgemeinen Intuition zuwiderlaufen sollte. Aber Sie sehen an dem Beispiel in der Mathematik, dass die Gerade ein Spezialfall der Kurve ist, dass sich die Mathematik wie auch andere Wissenschaften nicht immer um die allgemeine Intuition schert, sondern da gerne auch mal. Denken Sie nur an die Definition des Begriffs Alkohol in der Chemie. Als Beispiel. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Also, das wäre eine pragmatische Erklärung, sicherlich nicht die einzig mögliche, darum, warum man für die Implikation eine 1, der Implikation den Wert 1 zuordnet, wenn die Prämisse falsch ist. So, jetzt kommen wir zum richtigen Thema. Das waren jetzt alles nur Fingerübungen propädeutischer Natur. Jetzt kommen wir zu unserem ersten echten Problem, was wir modellieren. Wir werden nur zwei Fallbeispiele hier betrachten. Wir werden nur reinschnuppern. Aber diese beiden Fallbeispiele sind so gewählt, dass Sie eigentlich nach meinem Verständnis schon alles Wesentliche dabei sehen, was es zu dem Thema zu sagen gibt, sodass Sie auch, also sollten Sie an anderer Stelle mal mit diesem Thema in Berührung kommen, dass Sie dann entsprechend das Handwerkszeug dazu haben. So, Sie kennen das TSP oder nicht? Kennen Sie das? Das Handlungsreisendenproblem hieß früher
Traveling Salesman Problem heißt heute Traveling Salesperson Problem, aber ändert sich nichts an der Problemstellung. Sie haben in der einfachsten intuitiven Form haben Sie als Input eine gewisse Anzahl von Punkten in der Ebene. Man kann das DSP natürlich auch allgemeiner fassen, werden wir auch tun. Aber erst einmal die einfachste Form ist, Sie haben ein paar Punkte in der Ebene gegeben und Sie wollen einen geschlossenen zyklischen Streckenzug auf diesen Punkten hier, bei dem die Gesamtlänge minimal wird. Was ist die Gesamtlänge? Für jede Kante nehmen Sie in der einfachsten Form die euklidische Distanz in der Ebene und generell ist die Summe der Kantenlängen gleich die Länge der Tour. Logisch. Summe der Kantenlänge, Länge der Tour kennen Sie von kürzeste Wegeproblemen und ähnlichem. Vielleicht mal eine Frage vorweg, bevor wir in die Sache reingehen. Lässt sich etwas darüber aussagen, ob wenn die Kantenlängen euklidisch sind, also tatsächlich die Länge in unserem landläufigen Sinne, lässt sich was darüber aussagen, ob diese Runde optimal ist oder nicht, also optimal im Sinne von minimale Gesamtlänge? War dieses Nee, bezog sich das auf die Aussage, ob sich etwas, auf die Frage, lässt sich etwas aussagen? Oder bezieht sich darauf Optimalität? Moment, Moment, wo ist 16? 16 von was? Von 16? 6, 12 zu 11 und dann weiter. Und warum würden Sie das so sagen? Pi mal Daumen. Sie haben aber ein gutes Auge. Bitte? Die beiden Kanten kreuzen sich offensichtlich. Und warum sagt Ihnen das was? Okay, schauen wir uns das vielleicht in Allgemeinheit an. Ich stimme Ihnen zu. Wenn Sie sich jetzt irgendein Viereck betrachten, ja, ich versuche es mal ein kleines bisschen exzentrisch zu machen, damit es nicht der Spezialfall eines Quadrates wird. So. Mit den beiden Diagonalen. Jetzt haben wir hier A, B, C, D, die vier Seitenlängen. Und ich unterteile hier schon mal am Mittelpunkt, am Treffpunkt der beiden Diagonalen E1, E2, F1, F2. Können Sie das lesen? Wenn nicht, sitzen Sie zu weit hinten. So. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Rundtour habe auf diesen vier Knoten nur, eine, die sich hier schneidet, jetzt muss ich nur mal überlegen, nee, wie machen wir das am besten? Hier kommen wir rein und hier kommen wir raus. So, jetzt haben wir einerseits die Rundtour, die sich überschneidet. Das hat die Länge E1 plus E2 plus C plus F2 plus F1. Und die andere, die sich nicht überschneidet, das hat die Länge B plus C plus D. Ja? Das sind genau die beiden Fälle, um die es hier geht. Es gilt aber wegen der Dreiungsungleichung A kleiner gleich E1 plus F, nee, A interessiert mich jetzt gar nicht. Halt, Entschuldigung. B kleiner gleich E1 plus F2. Und was haben wir hier? D kleiner gleich E2 und F1. Und dann sehen Sie schon, das C taucht in beiden Längen auf, hebt sich also weg. Das B ist kleiner gleich E1 hier und F2 hier. Und das D ist kleiner gleich E2 hier und F1 hier.
Das heißt also, diese zweite Länge kann nur kleiner sein als die andere Länge. Und da es sich um nicht entartete Dreiecke handelt, sondern um echte Dreiecke handelt, können wir sogar ein echt kleiner reinsetzen. Und damit ist klar, bei euklidischen Längen, also die Länge gleich dem Abstand der beiden Endpunkte, euklidischer Abstand in der Ebene, gilt natürlich für jede Metrik. Sie erinnern sich aus der Mathematik, was eine Metrik ist. Ja, sofern die Kanten, ich habe alles, was ich verwendet habe, letztendlich waren die Axiome der Metrik. Insbesondere die Dreiecksungleichung. Und solange diese Axiome gelten, solange die Kantenlängen die Eigenschaften einer Metrik haben, solange ist das auf jeden Fall gegeben, dass sich die nicht kreuz, dass sich die nicht kreuz, dass, wenn sie sich kreuzen, dann ist das auf jeden Fall nicht optimal. So, das fotografiere ich. Noch ein bisschen zurück. So. Gut. So. So haben wir bisher das TSP gesehen. What's in a name? Wie gesagt, Handlungsreisenproblem. Die intuitive Vorstellung dahinter ist, dass ein Handlungsreisender verschiedene Städte abklappert und versucht, die Fahrzeiten dazwischen zu minimieren. Das ist natürlich keine realistische Anwendung. Das wird kein Mensch machen. So in der Form vielleicht heutzutage wieder beim Flottenmanagement oder was heißt ganz sicher beim Flottenmanagement. Ja, wenn ein einzelner LKW verschiedene Stellen anzufahren hat, dann ist die Fahrzeit, die Gesamtfahrzeit natürlich ein nicht unwesentlicher Faktor für die Effizienz, spielt aber auch in anderen Situationen eine Rolle. Denken Sie an Fahrstraßen, nee, automatische, ja, Laufbänder in der Fabrik, wo Sie einen Roboterarm haben, der an einem Werkstück, zum Beispiel an einer Autokarosserie, verschiedene Punkte anlaufen muss, um da, was weiß ich, Schweißarbeiten oder naja, Löten beim Auto vielleicht we hoffentlich weniger, um da irgendwelche solche Arbeiten zu verrichten. Da ist es natürlich wesentlich, dass er die verschiedenen Punkte, die Zeit, die er braucht, um von einem Punkt zum anderen zu kommen, global minimiert. Und es ist auch tatsächlich eine geschlossene Rundtour, weil wenn er fertig ist, soll er so schnell wie möglich in seine Ruheposition wieder, damit so schnell wie möglich dann das nächste Werkstück kommen kann. So, das kann man natürlich ganz einfach generalisieren, dass wir nicht Punkte in der Ebene hernehmen, sondern irgendwelche Objekte, die uns nicht interessieren, was das eigentlich ist, und dass wir irgendeine Distanzmatrix hernehmen. Ja? Zwischen hier zwei dieser n-Objekte von einem zum anderen gibt es einen gewissen Distanzwert, der gegeben ist. Muss nicht symmetrisch sein, also die Distanz von Objekt I nach Objekt J muss nicht identisch sein zur Distanz von Objekt J nach Objekt I. Das kennen Sie auch von kürzeste Pfade-Betrachtungen. Ja, ich hatte das Beispiel genannt, Fahrzeit mit dem Fahrrad in den Alpen. Da ist es auf manchen Wegen die Fahrzeit in die eine Richtung deutlich anders als die Fahrzeit in die andere Richtung, die geschätzte Fahrzeit. Und so ist es natürlich hier potenziell auch. Ist eine echte Verallgemeinerung. Hier ist ein einfaches Beispiel. Selbst wenn wir Symmetrie haben, selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Entfernung in einer Richtung gleich der in der anderen Richtung ist, ist es keine Metrik, sondern ich kann das natürlich so setzen, dass die Dreiecksungleichung beliebig verletzt ist. Ja, also es ist eine echte Verallgemeinerung von metrischen Setzungen. Zum Beispiel, was damit natürlich covered, also ja, überdeckt ist ein blödes Wort im Deutschen, mit einbezogen ist, mit modelliert ist. Das ist,
wenn sie Fahrtdistanzen haben von echten Straßen, dann sind das natürlich nicht genau die euklidischen Abstände vom Anfang und vom Ende der Straße. Ja, insbesondere wenn sie auf ihrem Weg noch irgendwelche Hindernisse umgehen müssen. Oder wenn sie sich ganz von der Geometrie lösen und beispielsweise geschätzte Fahrzeiten hernehmen. Oder auch, ich hatte eben das Beispiel mit der Autokarosserie. Das ist zwar immer noch eine Oberfläche, die Autokarosserie, aber nicht mehr eine Ebene. Ja, also das ist natürlich alles damit erledigt. Sie müssen einmal zwischen je zwei Punkten, wo der Roboterarm hin soll, die Distanz berechnen. Vielleicht müssen sie nicht mal für jedes Paar, ja, vielleicht gibt es ja genug Paare, die so weit auseinander sind, dass sie von vornherein wissen, die brauchen sie gar nicht zu berücksichtigen. Aber so zunächst mal in erster Näherung, für jedes Paar von Punkten, wo der Roboterarm hin soll, müssen sie einmal vorweg die Distanz bestimmen. Und das reicht als Input. Damit haben sie den gesamten Input definiert für das TSB. Oder Manhattan-Metrik hier. Also in der Mathematik ist das die L1-Metrik. Sie sehen an diesem Bild, woher der Name Manhattan-Metrik kommt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber auch wenn ich jetzt noch nicht so oft in New York war, finde ich es sehr, sehr einfach, sich dort zurechtzufinden im Verhältnis beispielsweise zu dem viel kleineren Städtchen Darmstadt. Das hat natürlich seinen spezifischen Grund. So. Die ursprüngliche Version, die wir eben hatten mit den Punkten in der Ebene und den euklidischen Distanzen, ist natürlich ein Spezialfall, indem wir diese euklidischen Distanzen hernehmen und in die Matrix packen. Und Überraschung, diesen speziellen Fall nennt man auch daher euklidisches TSB. Wenn die Distanzwerte die Bedingungen, die Axiome einer Metrik erfüllen, nennt man es metrisches TSB. Habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, sage ich nur dazu. Und insbesondere, wenn es Punkte in der Ebene sind und die Distanz der Punkte als Kantenlänge genommen wird, dann heißt es euklidisches TSB. So, jetzt gehen wir zu unserem eigentlichen Punkt. Das war jetzt eigentlich so mehr oder weniger nur Einführung. Kommen wir zu einer mathematischen Formulierung. Den Input haben wir schon geklärt. Ja, in voller Allgemeinheit ist es die Distanzmatrix, die wir reinkriegen als Input. Ja, also die Dimension der Matrix, das ist eine quadratische Matrix, also nur eine Dimension, und die Matrix selber. Und wir könnten den Output, eine Möglichkeit, eine sehr kompakte Möglichkeit, den Output zu beschreiben, ist eine Permutation, zu sagen, wir wollen eine Permutation der Punkte, sprich eine Permutation der Menge 1 bis n, die diesen Ausdruck minimiert. Was ist dieser Ausdruck? A war die Distanzmatrix und das hier von Sigma I nach Sigma I plus 1 ist eben die Kante, die Länge der Kante, die Distanz von dem Knoten, der in der Permutation an i-ter Stelle steht, bis zu dem Knoten, der in der Permutation an i plus erster Stelle steht. Ganz einfach. Muss man natürlich noch dran denken, dass dann es ist ja ein geschlossener Zyklus. Das heißt also, wir müssen auch noch zusätzlich die Länge mit hineinnehmen, die Distanz von dem Knoten, der an letzter Stelle steht, bis wieder zurück zu dem Knoten, der an erster Stelle steht. So könnte man es modellieren. Hat bloß einen Nachteil, ist alles Mögliche, nur nicht affin linear. Ja, wenn Sie Permutation als Werte da drin haben, das passt nie und nimmer in das Schema von, was wir vorhin eingeführt haben. Es lässt sich auch nicht irgendwie meines Wissens und mit Sicherheit, auch ohne mein Wissen, garantiert nicht irgendwie abbilden als affin lineare Funktion. So, ich verstehe jetzt bloß nicht, irgendwas muss mit den Folien. Ach so, nee. Das ist schon eine ganze Formulierung, aber noch keine Formulierung, wie wir sie gebrauchen können als ILP.
Trotzdem ist die Folie vielleicht nicht an dem idealen Platz. Die ist ein bisschen zu, ein paar Folien zu früh, weil zwischendurch jetzt muss ich nochmal umarrangieren, weil zwischendurch jetzt noch ein Beispiel aus der Praxis kommt. Ich zeige Ihnen das hier an dieser Zeichnung. Das ist tatsächlich aus der Praxis meiner Arbeitsgruppe, eine Kooperation mit einer Tochterfirma von Philips in Eindhoven. Und da geht es um Folgendes. Sie haben hier eine PC-Platine, was hier mit Board bezeichnet ist. Die ist noch nackt, da ist noch nichts drauf, erst einmal. So, die Komponenten, die sind hier drin, müssen sich vorstellen, das ist so, das kennen Sie ja, da drin, das ist ein Magazin, da sind die von, für jeden Typ, für jeden Komponententyp ist hier ein eigenes Magazin, so ein eigener Feeder. Und die werden durch eine Feder drin immer hochgetrieben. Das heißt, wenn der Roboter eine Komponente weggenommen hat, wird die nächste nachgerückt. Sodass also die nächste zu greifende Komponente und zu platzierende Komponente immer an derselben Stelle ist. So, was passiert? Der Roboterarm, um eine Komponente zu platzieren, geht erstmal zu dem Feeder, zu dieser Stelle hin. Von dem Komponenten, wo Komponenten von dem Typ, der zu platzieren ist, wo die drin sind, pickt die auf und zwar geht das mit einer Pipette, wo in dem Moment, wenn er auf die Komponente gekommen ist mit der Pipette, wird die Luft rausgesaugt, sodass ein Vakuum entsteht und er kann die Komponente hochnehmen. So, dann geht er aber noch nicht direkt zum Board, sondern der Roboterarm geht erst durch so eine Kamera durch, und zwar zur Kalibrierung. Das heißt, also der Roboterarm hat die Komponente immer so ein klein bisschen verruckelt hochgenommen. Aber sie muss natürlich exakt platziert sein, die darf nicht verruckelt platziert werden. Und wenn er über die Kamera geht und dann zum Board geht, in der Zeit, wo er zum Board geht, wird berechnet, um wie viel sich der Roboterarm in den X- und Y-Koordinaten und im Winkel leicht verändern muss, um diese Verruckelung wieder auszugleichen. Diese Information ist dann hier da. Entsprechend positioniert sich der Roboterarm, geht runter, Vakuum wird wieder gefüllt mit Luft, geht wieder hoch und die Komponente ist dort platziert, wo sie hingehört. Ja, einfaches Konstrukt. Jetzt ist es aber so, dass nicht jede Komponente mit jeder Pipette zusammenpasst. Das heißt also, es kann schon mal passieren, nachdem der Roboterarm eine Komponente platziert hat und wenn er jetzt eine Komponente montieren soll, platzieren soll, die eine andere Pipette benötigt, dass er zunächst einmal dann zur Austauscheinheit gehen muss, dort die jetzige Pipette an ihrem eigens vorgesehenen Platz ablegt, wo sie hingehört, dann zu der anderen Pipette geht, die aufnimmt und dann erst zu der neuen Komponente. Ja? Und das ist natürlich zyklisch, diese Operation. Das passiert ein paar tausend Mal, bis alle Komponenten platziert sind. In der Realität gibt es mehrere solche Einheiten nebeneinander und das Board durchläuft mehrere davon und die einzelnen Einheiten platzieren immer nur bestimmte Komponenten und die nächste Einheit platziert dann wieder andere Komponenten und so weiter. Aber für unsere Zwecke reicht es, eine solche Einheit zu betrachten. So, die Frage ist folgende an Sie. Das sieht ja so ein bisschen TSP-mäßig aus, nicht immer rumgehen und platzieren. Feeder, Kamera, platzieren, Feeder, Exchange Unit. Nee. Exchange Unit, Feeder, Kamera platzieren und so weiter. Immer so zyklisch. Ist das jetzt ein TSP oder ist es keins? Das ist die Frage. Bitte? Sie müssen Punkte mehrfach anlaufen. Genau. So je nachdem, wie Sie es optimieren, können Sie nicht vorhersehen. Es ist ein Teil des Outputs,
die Informationen, unter wann Sie hier zur Exchange Unit kommen müssen, nicht? Das ist der Punkt an dieser Stelle. Also, aber der Hauptpunkt ist sicherlich erst einmal, Sie müssen ja immer wieder an denselben Stellen vorbei, an der Kamera vorbei, an dieser Exchange Unit, an dem Feeder, während man ja beim TSP jeden Knoten nur einmal durchläuft. Heißt das also, dass das kein TSP ist? Obwohl es im Abschnitt über TSP steht. Ja? Das ist so, Sie meinen, dass man nicht eine Kamera reingibt, sondern so viele Kameras, wie man potenziell da drüber läuft. Das ist Ihre Idee. Ja, Sie haben Abhängigkeiten und das ist auch nochmal eine Komplikation drin. Sie gehen erst zur Kamera und dann zur Platzierung. Genau. Es ist im TSP nicht modellierbar, dass man solche Abhängigkeiten hat, dass man zuerst zur Kamera geht und dann zur Platzierung. Also, es verdichtet sich irgendwie der Verdacht, dass es kein TSP ist. Sehe ich das richtig? Bitte? Ach so, Sie wollen hier von der Kamera zur Exchange Unit einen kleinen Wert haben? Naja, die Maschinenbauer werden nicht bereit sein, nur um Ihnen Ihre Softwareprobleme zu lösen, hier das Design des ganzen Einheit anders zu gestalten. Wobei sich auch kleine Beträge ja summieren. Bitte? Ja. Ja. Also was wir brauchen und was Sie vollzogen haben, ist ein Perspektivwechsel. Dass wir insbesondere bei der Frage, was eigentlich die Knoten sein sollen in einem solchen TSP und was dann gemäß dementsprechend, was dann die Kanten eigentlich sein sollen, dass wir sagen, ich würde vorschlagen, nicht von den Komponenten zu sprechen, sondern von den Platzierungsaufgaben zu sprechen. Jede Platzierungsaufgabe ist ein Knoten. Ja, also eine Komponente von dem Typ dorthin zu platzieren, die sind ja vorgegeben, welche Komponente wohin platziert werden soll. Eine Komponente von dem Typ dorthin zu platzieren, ist eine Platzierungsaufgabe, ist ein Knoten. Eine Komponente von dem Typ dorthin zu platzieren, ist eine andere Platzierungsaufgabe und dazwischen gibt es eine Kante, weil zwischen je zwei Knoten eine Kante nun mal gibt. Was ist die Länge dieser Kante? Naja, stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt die eine Komponente hier platziert. Ja, und sind jetzt wieder frei. Der Roboterarm ist wieder frei, was Neues zu machen. Dann wissen Sie ganz genau, wie der Weg aussieht, bis er die nächste Komponente, die andere Platzierungsaufgabe erledigt hat. Nämlich er muss, je nachdem, also wenn die Pipette dieselbe ist, dann muss er hier hingehen, diesen Weg, wir wissen genau, welcher Weg das ist, nämlich diese Platzierungsaufgabe beinhaltet ja auch Koordinaten auf der Platine. Das heißt, wir wissen ganz genau, welchen Weg wir hier hin zu tun haben, zu dem Feeder, in dem Komponenten von diesem Typ drin sind. Dann wissen wir, was hier für ein Weg ist. Das ist übrigens, das habe ich auch ausgelassen, der bleibt hier nicht bei der Kamera stehen. Noch eine Komplikation. Der fährt über die Kamera rüber, in so einem schönen Bogen. Also hochgradig nicht linear, in jedem Sinne eine nicht lineare Bewegung, sowohl was Beschleunigung und Abbremsen angeht, als auch was die Wegstrecke, die Kurve angeht, ist es nicht linear.
Aber das, wenn wir die Kantenlängen, wenn wir das als eine Kante auffassen, hier bis zu dem Punkt, wo diese Platzierungsaufgabe erledigt ist, dann ist das uns egal. Wir berechnen einmal vorab, was uns das an Zeit kostet, diese Bewegung auszuführen, und das, die Summe von dem allen ist dann die Länge der Kante. Genauso, wenn wir zur Austauscheinheit gehen müssten, ja, das wissen wir ja, weil wenn für eine einzelne Kante wissen wir das, ob wir zur Austauscheinheit gehen müssen oder nicht, weil die einzelnen Knoten sind Platzierungsaufgaben, und zu der Platzierungsaufgabe gehört auch der Typ der Komponente, und wenn wir den Typ der Komponenten haben für die beiden Knoten, dann wissen wir auch, ob zwischendurch ein Pipettenwechsel notwendig ist. Dann wissen wir also auch, ob wir noch in die Brechen, ob der Weg, den wir gehen müssen, ob wir da noch zuerst den Weg zur Austauscheinheit an eine bestimmte Stelle, wir wissen auch an welche Stelle, den machen müssen, diesen Weg, wir wissen an welche Stelle wir hier drin gehen müssen, um die neue Pipette aufzugreifen, und wir wissen von hier aus, wie der Weg aussieht, um hier wieder zum Feeder zu kommen, ja? Wenn wir diesen Perspektivenwechsel vollziehen und die Platzierungsaufgaben zu Knoten machen und den Gesamtweg vom Ende einer Platzierungsaufgabe bis zum Ende der nächsten Platzierungsaufgabe als Kantenlänge hernehmen, dann ist das ein TSB. Also erste Antwort ist nein, aus den Gründen, die Sie genannt haben. Zweite Antwort ist ja, aus den Gründen, die wir jetzt noch zusätzlich erarbeitet haben. Vielleicht noch hier, also das ist da, das, was hier steht, ist genau das, was wir jetzt erarbeitet, gesagt haben. Brauche ich nicht nochmal durchzugehen. Aber hier die Beobachtung ist noch interessant. Das ist ein schönes Beispiel für nicht symmetrische Distanzwerte. Denn wenn ich zuerst Platzierungsaufgabe A und dann Platzierungsaufgabe B gleich danach erledige, kommt natürlich eine andere Fahrstrecke, andere Fahrzeit raus, als wenn ich zuerst B und dann A mache. So, ist natürlich nicht die ganze Geschichte. Es ist natürlich nicht nur ein TSB, sondern es gibt Zusatzbedingungen. Es gibt Zusatzbedingungen, dass bestimmte Komponenten vor anderen platziert werden müssen und so weiter. Und solche Bedingungen passen natürlich nicht mehr ins Rahmenwerk vom TSP, in die Problemstellung rein. Und was sind da die interessante Frage für Forschung in der Algorithmik ist, beziehungsweise das, was schon viel geleistet worden ist im Laufe der Jahrzehnte. Es gibt unheimlich viel Literatur zu Algorithmen fürs TSP oder zu Algorithmen, die auch fürs TSP verwendbar sind. Falls Sie dazu Interesse haben, lade ich Sie gerne im nächsten Semester zur Vorlesung Optimierungsalgorithmen ein, wo das TSP eines unserer Arbeitspferde ist, was ich immer wieder gerne als Beispiel hernehme, um die verschiedenen algorithmischen Ansätze zu diskutieren. Ja, welche der Ansätze, die es so gibt fürs TSP oder eben auch neben anderen Problemstellungen auch fürs TSP anwendbar, welche davon kann man gut übertragen auf den Fall, dass es noch zusätzliche Nebenbedingungen gibt wie diese? Das ist aber etwas, was wir hier nicht mehr diskutieren können in dieser Veranstaltung, in diesem Semester. So, jetzt aber ohne Gnade endlich zur Mathematik. Wir werden das heute nicht ganz schaffen, weil es da doch eine ganze Menge zu sagen gibt. So, wir haben eben gesehen, der naheliegende Ansatz, die Lösung als eine Permutation der Punkte zu beschreiben, ist zwar schön bündig und auch schön mathematisch, aber leider nicht linear, nicht affin linear. Also müssen wir ein bisschen Arbeit reinstecken, um einen anderen Ansatz herzukriegen, der tatsächlich affin linear ist, eine andere Modellierung herzukriegen. Und das machen wir auf eine Art und Weise, ähnlich dem, was Sie auch schon gesehen haben, zum Beispiel als wir kürzeste Pfade als OPL-Modell eingeführt haben. Für jede potenzielle Kante, also für jedes Paar von zwei Punkten, führen wir eine 0,1-Variable ein mit der Bedeutung, diese Variable für die zwei Punkte ist 1 genau dann, wenn die Kante von dem ersten Punkt zum zweiten Punkt in der Rundtour drin ist. Sowas haben Sie schon gesehen im Zusammenhang mit kürzesten Pfaden, dass wir das genauso modelliert haben.
Der Wert für eine Kante ist 1, genau, bedeutet, dass diese Kante im Pfad drin ist, in dem Pfad, den wir berechnen. So, die Zielfunktion ist damit sofort erledigt. Genau, das ist genau dasselbe, was wir auch schon in anderen Fällen, unter anderem kürzeste Pfade, gesehen haben, wie die Zielfunktion dann aussieht. Also die macht uns keine Kopfschmerzen. Es werden die Nebenbedingungen sein, die uns Kopfschmerzen machen, dafür sorgen, dass das Ergebnis eine Rundtour ist und nicht irgendwas. So, wir summieren über alle echten Kanten. Also wir lassen den Fall einer Kante von einem Knoten zu sich selbst natürlich aus. Und was müssen wir summieren? Naja, die x-Werte sind 0 oder 1. Und zwar 1 genau dann, wenn diese Kante in der Rundtour drin ist. Das heißt also, das haben wir schon mehrfach gesehen, dieses Produkt aus dij und xij ist 0, wenn die Kante nicht drin ist, und ist gleich dij, wenn die Kante drin ist. Was wir also effektiv hier aufsummieren, sind die d-Werte, die Distanzwerte derjenigen Kanten, die in der Rundtour drin sind. Ja, damit ist die Kostenfunktion, die Zielfunktion, die wir minimieren wollen, mit nicht allzu viel Problem schon modelliert. Jetzt kommen wir zu den Nebenbedingungen. Machen wir uns klar, so ähnlich wie bei Pfaden, bei kürzesten Pfaden von A nach B, aber doch ein bisschen anders, so eine ähnliche Situation haben wir hier. Bei unserem kürzesten Pfadeproblem hatten wir für jeden Zwischenknoten, Sie erinnern sich, für den Ausgangsknoten, da soll der Pfad genau eine rausgehende Kante haben. Für den Eingangsknoten, für den Zielknoten, sollte der Pfad genau eine reingehende Kante haben. Und für jeden Zwischenknoten, wenn der Zwischenknoten im Pfad drin ist, heißt es genau eine reingehende und genau eine rausgehende. Und wenn der Zwischenknoten nicht im Pfad drin ist, heißt es genau null reingehende, genau null rausgehende. Das war die Logik, wie wir das kürzeste Pfadeproblem modelliert haben. Hier ist es viel einfacher. Wir wollen ja jeden einzelnen Knoten genau einmal erwischen in der Rundtour. Das heißt, für jeden einzelnen Knoten gilt genau eine reingehende, genau eine rausgehende Kante. Und das haben wir schon mehrfach gesehen, wie man sowas modellieren kann. Hier, wir summieren hier über alle aus dem Knoten I herausgehenden Kanten, also eine Allquantifizierung über den Knoten I. Und wir summieren hier über alle aus I rausgehenden Kanten. Da die x 0,1-Werte sind und die Forderung dieser Bedingung ist, dass die Summe 1 ist, wieder dieselbe Logik, wie wir sie schon hatten. Eine Summe von 0,1-Werten soll gleich 1 sein. Das kann nur funktionieren, wenn genau einer dieser 0,1-Werte 1 und alle anderen 0 sind. Und dasselbe für reingehende Kanten. Haben wir es damit? Nicht so richtig, nicht? Sonst wäre die Überschrift ein bisschen merkwürdig. Sonst würde hier nicht First Attempt, sondern Ultimate Attempt stehen, wenn wir es damit hätten. So, Sie wollten was sagen? Genau. Hier sowas zum Beispiel, ja? Wenn die Knoten so in der Ebene platziert sind und wenn wir wieder die euklidischen Distanzen der Einfachheit halber hernehmen, dann ist das hier sicherlich eine bessere Lösung als eine Rundtour über diese Knoten, eine mit kleinerer Gesamtlänge. Und ist nicht ausgeschlossen, denn als einzige Bedingung bisher haben wir für jeden einzelnen Knoten, dass genau eine Kante reingeht und genau eine Kante rausgeht. Ja, und diese Bedingung ist erfüllt. Können wir also nichts dagegen sagen. Wir müssen also noch an unserem Modell arbeiten, wir müssen noch gucken, wir müssen noch Bedingungen einfügen, die zwei Eigenschaften erfüllen. Die erste Eigenschaft, die diese Bedingungen erfüllen müssen, ist, dass sie solche Bilder ausschließen. Und was wir nicht vergessen dürfen, die zweite Eigenschaft, dass keine Rundtour ausgeschlossen wird durch die Bedingungen, dass keine Rundtour aus der Lösungsmenge rausfliegt. Denn es könnte ja, auch wenn nur eine Rundtour rausfliegt, es könnte ja gerade zufällig die optimale gewesen sein. Also, das ist die Aufgabe, um das Problem jetzt nach Hause zu bringen. Zusätzliche Bedingungen, die dafür sorgen, dass solche Subtouren nicht mehr möglich sind.
aber die trotzdem auf der anderen Seite keine echten Rundtouren ausschließen. So, das ist jetzt die erste einfache Möglichkeit, wie man das machen kann. Ja, nehmen wir uns dieses Bild wieder her. Das ist dasselbe Bild wie eben auf der letzten Folie. Und Sie sehen schon, ich kann hier irgendwo zwischen zwei solchen Subtouren, kann ich einfach mal die Grenze ziehen und sagen, alles auf der einen Seite ist meine Menge S und alles auf der anderen Seite ist eben S-Komplement. Ja, ich habe die Grenze hier gezogen, ich hätte es auch hier ziehen können. Also irgendwo, sodass jede Subtour entweder ganz zu S oder ganz nicht zu S gehört. Irgendwie hätte ich das ziehen können. So, und für jede solche Zerlegung in eine Menge S und eine Menge S-Komplement, der Knoten, ja, also wir reden hier von Knotenmengen. Für jede solche Zerlegung führen wir eine Bedingung ein, die fordert, dass mindestens eine Kante von S nach S quer geht. Ja? Diese Bedingung zu formulieren ist ganz einfach. Hier steht es schon, ja? Mindestens ein ij, xij, Summe xij größer gleich 1, mindestens eines dieser Werte muss 1 sein. Was für Werte sind das? Das sind Werte, wo das i aus der Menge S ist und das j aus der Menge S quer. Ja? Wenn wir für jede Teilmenge, die nicht leer ist und die auch nicht die gesamte Menge ist, sondern die das wirklich schön, die Knoten in zwei echte Teilmengen separiert, wenn wir für jede von ihnen diese Bedingung reinhauen, dann kann dieses Bild nicht mehr entstehen. Ein solches Bild. Und wir haben keine Rundtour rausgeschmissen, denn natürlich gilt bei einer Rundtour für jede Teilmenge, für jede Zerlegung, dass von der einen Seite in die andere Seite mindestens eine Kante sein muss. Ja? Haben wir es damit gelöst? Sind wir damit fertig? Habe ich den Mund zu voll genommen, dass ich gesagt habe, das wird uns Kopfschmerzen bereiten? Bitte? Nee, es müsste nicht jede Saisonkomponente mit jeder anderen verbunden sein, sondern wenn Sie die Bedingung, bei der das die Menge S und S quer ist, die sagt nur von irgendeinem Knoten links, von einem der drei Knoten links zu einem der sieben Knoten rechts, muss es eine Kante geben. Potenziell mehr, aber mindestens eine. Und wenn Sie sich hier irgendeine Rundtour vorstellen, die über diese 10 Knoten geht, egal wie die aussieht, egal ob dass die schöne Rundtour ist, hier einmal so rum oder Kraut und Rüben oder sonst wie, Sie werden garantiert immer eine Kante haben, die von dieser Menge in diese Gesamtmenge übergeht, von diesen 3 Knoten auf diese 7 Knoten. Also Sie haben damit keine Rundtour ausgeschlossen, nicht? Was heißt zu viel verlangt? Sie könnten, nein, Sie wählen keine 3 verschiedene S aus. Sie machen das für jedes S. Was meinen Sie, drei? Hier in diesem Bild, es gibt drei. Wieso drei? Wieso 3 verschiedene Mengen S? Das sehe ich nicht. Ich sehe entweder, je nach Interpretation entweder 2 oder 4. Also 2 Striche, die man so ziehen kann. Und je nachdem, S auf der linken Seite, S auf der rechten Seite. Das sind 4 verschiedene Fälle. Ich weiß nicht, wie Sie auf 3 kommen. Bedenken Sie, dass beide S und S quer nicht leer sein dürfen. Dann ist es natürlich schlecht, wenn S oder S quer leer sein dürfen. Ein Knoten aus einer leeren Menge in eine Kante aus einer leeren Knotenmenge in eine andere Knotenmenge zeigen zu lassen, dürfte die Lösungsmenge leer machen. Aber das wird ja nicht gefordert. Es wird nur für echte Zerlegung gefordert. Also ich denke schon, oder ich bin mir sicher, dass diese Bedingung hier keine Rundtour ausschließt. Bei jeder Rundtour, wenn Sie da irgendwie die Knotenmenge in zwei echte Teilmengen separieren, echte Teilmengen, das ist wichtig, dann muss es irgendwo eine Kante auf der Rundtour gehen, die von der einen echten Teilmenge in die andere echte rübergeht. Und mehr wird ja nicht gefordert. Bitte?
Was ist denn eine äußere Subtur? Stellen Sie sich vor, wir haben jetzt nicht so ein schönes Beispiel, sondern wir haben ein abstraktes Beispiel, wo es gar keine euklidische Ebene gibt. Wie definieren Sie dann die äußere Subtur? Sie haben die drei Subtuen, ja? Zwischen den beiden äußeren der Verbindung? Nein. Stimmt, jetzt verstehe ich, wie Sie auf drei gekommen sind, auch wenn Sie es mir nicht erklären konnten. Oder vielleicht haben Sie doch was anderes. Ich kann ja zum Beispiel auch diese vier Knoten als meine Menge S wählen. Ja, lassen Sie sich. Ja, also inzwischen gehört der folgende Spruch zu meinen Lieblingssprüchen. Ein Bild lügt mehr als 1000 Worte. Sie werden verstehen, dass es nicht nur meine eigenen Folien sind, die mich zu diesem Spruch verleiten. Ja, lassen Sie sich nicht so sehr von dem Bild verleiten. Auch diese vier Knoten können die Menge, beziehungsweise auch diese sechs äußeren Knoten können die Menge S sein. Ja, es wird ja jede Zerlegung in nicht echte Teilmengen, nee, in echte Teilmengen, Entschuldigung, wird ja durchlaufen. Also ich denke, mit ein bisschen Kontemplation werden Sie auch mir zustimmen, dass damit keine Rundtouren ausgeschlossen sind, aber sämtliche Subtourbilder, so wie dieses hier, ausgeschlossen sind. Wenn Sie so ein Subtourbild haben, dann wählen Sie halt es entsprechend und schon haben Sie eine Bedingung gefunden, die von diesem Bild verletzt wird. Und eben umgekehrt, dass keine Rundtouren ausgeschlossen sind, ergibt sich daraus. Aber nochmal meine Frage, sind Sie jetzt damit zufrieden? Frage ich mal so rum. Finden Sie das jetzt gut, was da steht auf dieser Folie? Sie hatten sich auch gemeldet? Ja, dann hatten Sie sich, glaube ich, zuerst gemeldet. Ja, was ist Ihre Aussage? Ja. Wie viele Ungleichungen sind es denn? Exponentiell viele. Also 2 hoch n minus der beiden Fälle, dass s leer und s quer leer ist. Die beiden Fälle noch abgezogen, aber bis auf diese zwei Fälle sind 2 hoch n viele. Ja, das kennen Sie. Was ist 2 hoch 10? Ungefähr 1024, also ungefähr 1000. Was ist 2 hoch 20? 1 Million ungefähr. Was ist 2 hoch 30? 1 Milliarde. Ja, Sie wissen das. Also wir brauchen das nicht mehr wie in der GD2 durchzuexerzieren. Ja, das sollte einen stören. Ja? Eine exponentielle Anzahl von Bedingungen ist ein Grund zu sagen, wir sind noch nicht fertig. Ja, weil Sie allein schon das Problem haben, dass Sie auch bei sehr kleinen Größen, bei sehr, sehr kleinen Größen, das Modell gar nicht in den Rechner reinkriegen. Von Lösungen mal gar nicht zu sprechen. Also müssen wir noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Aber vielleicht noch hier diese eine neugierige Seitenfrage, Nebenfrage. Warum nicht gleich 1? Warum hier größer gleich 1? Und aus irgendeinem Grund habe ich hier schon die Antwort gegeben, sodass Sie da jetzt nicht drüber nachdenken können. Weiß ich jetzt nicht, warum ich das gemacht habe. Wenn hier gleich stehen würde, statt größer gleich, wäre tatsächlich die Lösungsmenge leer. Sämtliche Rundtouren wären ausgeschlossen durch diesen Satz von Bedingungen. Warum? Weil, nehmen Sie sich irgendeine Rundtour her, also wenn wir von einer ordentlich großen Größenordnung sprechen, ja, bei drei Knoten kann, glaube ich, jetzt noch nichts passieren, aber bei ausreichend vielen Knoten kann man das natürlich, das Argument jederzeit anwenden. So. Sie nehmen sich diese Rundtour her und Sie ziehen die Grenze zwischen S und S quer so, dass sie zweimal durch die Rundtour durchgeht. Ja, dann haben Sie von S nach S quer diese Kante und gleichzeitig noch diese Kante. Wenn Sie hier nicht größer gleich haben, sondern nur gleich 1, ist dann durch die Bedingung, die zu diesem S gehört, diese Rundtour ausgeschlossen. Geht also nicht. Also müssen wir hier größer gleich nehmen. Ja, ein kleiner Unterschied. Ja, ein gleich oder ein größer gleich. Kleiner Unterschied. Ein Bit. Und schon wird aus der richtigen Lösungsmenge eine leere Lösungsmenge. Oder umgekehrt, je nachdem, wie rum man das Bit gibt. Ja, also wir müssen noch was tun, um zu einer befriedigenden
Lösung zu kommen. Das schaffen wir aber zeitlich heute nicht mehr. Es macht auch keinen Sinn, das jetzt anzufangen. Deshalb möchte ich Sie, wir sind ja eigentlich mit der Zeit auch mehr oder weniger um, möchte ich Sie hier entlassen und Ihnen noch eine schöne verkürzte Woche wünschen. Verkürzte Studienwoche. Erinnern Sie sich daran, dass am Donnerstag Feiertag ist. Und leider habe ich keine Lehrveranstaltung am Donnerstag. Okay, gut, bis nächste Woche.